das kann tatsächlich ein großes Problem sein. Also ich muss sagen, es gibt leider Länder, in denen sowohl für die einheimische Bevölkerung als auch natürlich dann für Touristen, die dorthin reisen, diese Medikamente nicht erhältlich sind. Wichtigste Sache ist, wie Sie schon gesagt haben, das Medikament niemals abgeben, sondern im Handgepäck mit sich führen. Das ist die beste Versicherung, die man haben kann. Wenn tatsächlich einmal alle Stricke reißen und man das Medikament wirklich nicht zur Verfügung hat, weil es eben verloren gegangen ist, weil das Handgepäck gestohlen wird, was auch immer, muss man schon versuchen, jeweils in dem Land halt irgendwie über die nächste medizinische Versorgungserkundigung einzuholen, ob das möglich ist oder nicht. Und wenn es möglich ist, dann hängt es da wieder davon ab, was ist meine Intervalltherapie und wie lange bin ich noch dort und ist das jetzt ein großes Intervall, wo ich nichts habe, oder ist es ein sehr kurzes. Wenn man jetzt zum Beispiel von den Medikamenten reden, die so einmal alle eine Woche oder alle zwei Wochen zu injizieren sind, kann es vielleicht gar kein großes Problem sein, weil ich bis zur nächsten schon wieder zu Hause bin, dann wird es kein Problem sein. Wenn das länger ist, sprich wenn ich zumindest ein oder zwei Injektionen verpassen würde, dann ist natürlich die generelle Empfehlung schon, eventuell früher heimzureisen. Trotzdem muss man ganz grundsätzlich sagen, und das ist jetzt vielleicht nicht ganz medizinisch, aber pragmatisch, die eine einzelne verpasste Injektion wird wahrscheinlich kein großes Drama auslösen. Garantien gibt es dafür natürlich keine, aber es gibt es. Man muss jetzt da keine Notmaßnahmen einleiten und irgendwelche Flüge und Tausende von Euro buchen, die ich vielleicht sonst nicht machen würde, um diese eine Injektion nicht zu verpassen. Das ist die pragmatische Sicht dazu. Wenn optimal ist natürlich, wenn ich meine Medikamente immer dann, wenn ich sie brauche, aber man muss das schon mal ein bisschen in Relation zum täglichen Leben sehen.